So. Das ist also jetzt der Morgen danach, nachdem Orlena hier schön Schnee durchs Hudson Valley gepustet hat. Straßen sind soweit frei und wir machen jetzt mal eine kleine Runde um den Block, damit der Hund auch noch mal hier, da hat nicht so richtig Bock, aber das nützt nichts. Warte, kommt ein Auto. Schon ganz schön viel Schnee. Okay, let's go. Da ist der Blick rauf, First Street. Die Straßen sind ja schön geräumt. Die sind noch die ganze Nacht gefahren und haben Lärm gemacht. Und jetzt müssen halt die ganzen Driveways noch freigeschippt werden. Wow. Hallo. Ja, Wahnsinn. Aber ich war auch gestern. Also ich war zweimal schippen, einmal am Morgen, das war ja noch nix. Dann haben die Kinder einmal zwischendurch geschippt. Und dann habe ich mich am Abend nochmal abgemurkst. Ja, und die Schneepflüge, die dann über Nacht schön die Straßen frei gemacht haben, die haben natürlich wieder schön ihren nassen, betonartigen Schnee vor die Hofeinfahrten geworfen. Und da habe ich mich dann heute Morgen schöne Stunde mit abgequält. Ja, spare ich mir schon die Gym. Warte mal hier. Ecke First Center. Ja, in dem Haus wohnt gerade keiner hier. Darum ist da auch kein Schnee geräumt. Das steht schon ziemlich lange leer, genau genommen. Aber ist auch zu klein. Ja, natürlich, die ganzen Kackplätze sind zugeschneit. Musst wohl auf die Straße scheißen. Na, guck hier, den Feuerhydranten, den haben sie freigeschaufelt. Na, hier draußen auf dem Land geht es ja immer noch mit diesen Schneemengen. Da ist ja Platz, wo der Schneepflug die weiße Pest hinschieben kann. In New York City ist das schon anders. Da wissen sie nicht, wohin mit dem Schnee, wenn das da auf Manhattan liegt. Da sind teilweise, habe ich auch Bilder gestern gesehen, einzelne Straßenzüge sind schon gesperrt. Kommt man gar nicht mehr durch. Und was die da auch machen ist, die bauen die Schneepflüge an ihre Müllautos ran. Weil die haben halt nicht so viele Schneepflüge, um die Stadt schnell freizuräumen. Und dann kriegen die halt ein Schneeschild vorne ran, schieben den Schnee weg und sammeln Müll auf. Naja, ob sie gleichzeitig den Müll aufsammeln, weiß ich nicht, aber es sind halt die gleichen Trucks. So, hier links ist Third Street. Ja, haben sie alles schön freigeräumt hier. Aber ist mal mindestens ein halber Meter, wenn nicht mehr. Vielleicht sogar ein Yard. 90 Zentimeter. Good morning. Ja, ein Yard, das ist gut. Oder vielleicht ein Meter, ich habe keine Ahnung. Ordentlich was runtergekommen. Und es schneit ja immer noch. Ich meine, der Sturm an sich ist jetzt vorbei. Ich hoffe, ich habe jetzt mal einen Tag oder zwei Schipppause. Aber fürs Wochenende ist schon wieder ein Schneegebiet angekündigt. Ja, ich habe ja auch zwei 360-Grad-Videos gemacht. Eins, wo es gestern Morgen losging, das linke ich mal hier oben jetzt hin. Da sieht man das
im Prinzip noch gar nichts da liegt. Das merkt man besonders gut daran, weil ich mit meiner kleinen Schneefräse da noch durchkomme. Und von meiner Chip-Aktion heute Morgen habe ich auch eins gemacht. Das rendert im Moment. Das wird noch einen Tag dauern, bis ich das hier rein verlinken kann. Kommt aber natürlich auch hier hin. Ja, das wäre was für Vater. Ab wann fängt denn so eine Midlife-Crisis an, dass ich mir sowas mal kaufen kann? So, jetzt haben wir die kleine Blockrunde fertig. Und mein Damm hat immer noch nicht geschissen. Oh, hier mannshohe Schneehaufen. Und überall sind sie beim Schaufeln. Das Haus ist auch zu verkaufen hier. Aber ist auch zu klein. Außerdem muss man auch in einem gekauften Haus Schnee schippen. Ja, also keine wirkliche Verbesserung. Und den Bürgersteig haben sie frei gefräst. Die lieben Schneepflüger. Jetzt musst du dir mal nur noch einen Platz suchen. Guck mal, da steht die Kacke schon aus dem Hintern raus. Jetzt hock dich endlich hin. Will nicht. Na gut. Ja, gestern um 10 oder so wurde auch der Busverkehr eingestellt. Später ist dann auch irgendwie der Zugverkehr eingestellt worden. Und das soll heute ab Mittag, sollen die Busse wieder langsam anfangen zu fahren. Wir haben ja heute auch ein Hierbuchzers Kind im Haus. Und da hoffen wir auch, dass uns irgendwer Essen bringen kann. Oder ich wenigstens losfahren kann, welches holen. So Köti, jetzt sind wir gleich zu Hause. Jetzt wäre es schön, wenn du mal schön kacken würdest. What are you doing? Ja. Hier ist noch ein kleiner Spielplatz und ein Baseballfield. Und wenn man die Straße hier weitergehen würde, also sie ist, also wenn man auf die Landkarte guckt, ist die wohl schon erschlossen. Aber die hört hier vorne halt auf. Da kommt man halt direkt zum Atomkraftwerk hin. Die läuft direkt auf Indian Point zu. Sieht man auch, da sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, die Stromtrassen, die da hinten laufen. Die werden dann auch in ein paar Jahren überflüssig sein, das wird ja alles stillgelegt. Ja, hier ist der Salzbunker unserer fleißigen Streu-Crew. Und hier gehen wir jetzt nicht rein. Dann kriegst du wehe Füße von dem Salz. Na Köti, du müsstest jetzt hier irgendwo in den Schnee pissen. Was haben wir denn hier? Da ist hoffentlich kein Kind mehr drin. Ja, heute Morgen beim Schneeschaufeln habe ich auch noch ein kleines bisschen Glück gehabt. Ich war also vorne an der Betonschneewand an der Straße mich am Abarbeiten. Hatte da noch irgendwie, was weiß ich, 2 Meter mal 2 Meter Schnee stehen. Da
hielt so ein Typ mit einem Pickup an, der auch ein Schnellschild vorne dran hat. Moin! Und fragte, ob er mir den Rest da wegschieben soll. Die fahren ja hier den ganzen Tag dann hin und her. Die kannst du ja mieten, dass sie dir deine Einfahrt, deinen Driveway sauber machen. Und dann kommen die halt morgens, schaufeln alles frei und gut ist. Bisher habe ich diesen Dienst noch nicht in Anspruch genommen. Außerdem ist meine Einfahrt auch viel zu klein für sowas. Naja, jedenfalls hat er angehalten, hat gefragt, ob er mir helfen kann. Und dann sagte ich, so müde wie ich war, okay, was willst du denn hier für das Häufchen Schnee? Dann sagt er, nächstes Mal umsonst. Und dann hat er mir zur Seite geschoben und dann konnte ich dann endlich zu meinem Kaffee gehen. And with that said, wir haben nicht geschissen. Und gehen dann jetzt mal rein. Müssen wir gleich halt nochmal raus. Tschüss.